Hallöchen, kennt ihr dieses Hans-Entertainment-Problem, wenn ihr zu Hause schön am Zocken seid oder mal wieder irgendwas, naja, so Halblegales im Internet streamt und ihr einfach nicht wisst, wollt ihr von der Mami lieber eine frisch gemachte Limonade oder wollt ihr euch lieber so einen gekühlten Fertigkaffee mit einer Tonne Zucker drin bringen? Dieses Problem haben wir nicht, weil wir sind ja zum Glück seriös auf diesem Kanal und wenn euch der gefallen soll, dann abonniert ihn jetzt, weil das ist eigentlich nur fair, denn ihr da draußen sagt mir immer, Jan, deine Reviews, die sind okay, aber wir hätten viel lieber viel mehr Vergleich. Und ich weiß ja, ihr sitzt oft zu Hause und wisst eben nicht, ne, Chicken Burger oder doch Cheeseburger, ihr wisst nicht so richtig Fisch, Fleisch, ihr wisst auch manchmal einfach nicht so richtig Männer-, Frauentoilette oder dann doch divers. Das ist ja in so einer modernen Welt auch echt alles immer schwieriger. Und hier haben wir jetzt zwei Autos, die auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aussehen, nämlich den nicht EC4-Schein, der steht hier, weil der hier macht ein Geräusch. Das ist der C4 PureTech 130 mit dem EAT 8-Gang Automatikgetriebe, eine Wandler, auch in der Ausstattungsvariante Schein. Im ersten Moment scheinen sie sehr ähnlich, im zweiten sind sie dann doch ganz verschieden. Oder doch nicht? Ja, und ihr bleibt jetzt einfach dran, wenn ihr wissen wollt, der oder doch lieber der, dann bin ich genau euer Mann. Los geht's. Und jetzt stehe ich hier zwischen beiden Modellen und erzähle euch erstmal was zur Historie. Beide Autos haben sich ja in der Geschichte, wie gesagt, beide Autos, die E-Version ist ja ganz neu, den Verbrenner, den gibt es jetzt in dritter Generation auch ganz neu, aber der C4 hat sich halt über 12 Millionen Mal verkauft, seit es den Namen gibt. Der moderne C4, den mache ich ehrlicherweise so seit 2004 aus und dann ist Citroën ja so das Volkswagen der Franzosen eben, ne? Ja, und die sind ja bekannt dafür, dass sie verrückte Franzosen sind, denn es gab zum Beispiel den Cactus. Und der Cactus, der hat ja brutal polarisiert. Manche fanden ihn richtig geil, andere fanden den richtig scheiße. Dann gab es ja noch den Picasso, der ja eher ein Van war. Und dann gab es ja auch noch den Aircross, der ja ein SUV war. Und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt der? Erstmal ist es ein Verbrenner. Und das Interessante ist, dass wir hier die Plattform, die Kombimodular-Plattform haben, die ja eigentlich eine Kleinwagenplattform ist. Und die hat den Vorteil, dass da Benziner und Diesel, also Verbrenner, und reine Elektrovarianten draufstehen können. Reine Elektrovarianten nur, weil Plug-in-Hybride gibt es auf der Plattform nicht. Die passen nicht rein. Aber ansonsten ist die sehr flexibel. Und bei Citroën ist man sehr stolz darauf, dass man eben sagen kann, ja, Verbrenner oder elektrisch, beides passt rein, sehr gut. Und wir ziehen diese kleine Plattform bis in die Kompaktklasse rein, was das ja hier jetzt ist. Und das ist ja hier jetzt ein kompaktes, kleines SUV mit Coupé-Dachform, was es nicht so oft gibt und was anderes ist. Im Grunde ist der C4 ja der Golf, kann man fast schon sagen, von Citroën. Und jetzt ist er halt mit seinen Ausmaßen mitten in der Kompaktklasse angekommen. Ich muss mich jetzt nochmal umdrehen, weil ich euch jetzt einfach erkläre, was gibt es für Wettbewerber. Es gibt den Mitsubishi Eclipse Cross, es gibt den Mazda CX-30, rein elektrisch auch den MX-30. Ja, wir haben den Toyota Prius zum Beispiel, wir haben den ID.3. Ja, wir haben richtig viele Wettbewerber, aber so ganz auszumachen ist es sehr schwer, weil eben kompakt, SUV, Coupé. Also was ganz anderes. Und das feiere ich. Dieses Auto gibt es ab 2021 bei uns in Deutschland. Und jetzt ist es spannend, weil der hier, keine Förderung,
der hier bis zu 10.000 Euro Förderung und ihr zahlt statt 1% nur 0,25% Dienstwagensteuer. Und am Ende von diesem Video kommen wir eben dazu, ist jetzt der vorteilhaft oder der und was ist genau der Beste für euch. Beides sind übrigens 4,36 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,53 Meter hoch. Der hier steht auf dem Papier einen halben Zentimeter tiefer als der. Das ist aber nicht merklich, das liegt eben am Akku. Und da kommen wir jetzt gleich schon zu einer Thematik, die ich halt mega spannend finde. Weil, naja, der Akku ist hier drin, der liegt hier praktisch im Unterboden quasi, ne? Der wiegt etwa 300 Kilo, was das ein bisschen verändert, das Konzept von den Autos. Aber jetzt schauen wir es uns vielleicht vorne erstmal optisch dann nochmal an. Und ja, da ist es halt spannend, weil wir haben 7 Lackfarben. Helles Grau, dunkles Grau, mehr ins Detail will ich eigentlich gar nicht gehen. Wir haben hier schöne LED-Leuchten, Tagfahrlichter sehr schmal, V-förmig mit dem richtigen Citroën LED-Vision-Licht zulaufend. Und wir haben 5 Designpakete. Die Designpakete unterscheiden sich eigentlich hier in diesen runden Elementen. Hier blau, hier rot, gibt es auch noch in anderen Farben, sehr spannend. Feel, Feel Pack, Shine sind die Ausstattungsvarianten, auch sehr, sehr gut. Und ja, jetzt gehen wir hier vielleicht mal ins Profil, das seht ihr dann schon. Wir haben eben hier dieses rote Element, was auf der anderen Seite blau ist. Und woran erkennt man jetzt, ja, dass der eine elektrisch ist, der andere nicht? Kaum. 16, 17, 18 Zoll Felgen, hier haben wir Felgen drauf, die anders sind als diese Felgen. Und der Nachbar, der erkennt E-Zeichen mit den 2 Strichen drauf, reine Elektroversion. Ne? A-Säule, B-Säule, C-Säule, schwarz. Chrom in den Fenstern haben wir dann auf beiden Seiten. Hier ist halt der Akku drin. Und hier kann man den laden. Laden sage ich ganz bewusst, weil man den ja nur betanken kann. Ja, und der sorgt dann, der Akku, der 50 Kilowattstunden große Akku im Unterboden, für nicht nur niedrigen Schwerpunkt, sondern für eine rein elektrische Reichweite nach WLTP von 350 Kilometer. Was gut ist, wir sind damit 300 Kilometer weit gekommen. Ja, wie stark kann man den oder wie schnell laden? Mit bis zu 100 kW, was sehr gut ist. Und damit wäre ja auf 80% in etwa einer halben Stunde. Der hier wiederum lässt sich ganz normal, ja genau, einfach mit Benzin betanken. Seht ihr dann hier, ne? Benzintank. So, 2 Konzepte von Autos. Und worauf die Franzosen noch stolz sind, ist nicht nur dieses Heck, was ja tatsächlich brutal an den alten Mitsubishi Eclipse Cross erinnert. Nicht, weil es hässlich ist, ganz im Gegenteil, sondern weil diese Zweiteilung der Scheibe da hinten einfach gegeben ist. Und wir haben hier ganz extravagante LED-Rückleuchten, die schön sind. Und jetzt zeige ich euch mal was, was ich ausgesprochen geil finde. Das ist einmal Kofferraum, hier ist unser Zeug drin, aber lässt sich halt nicht vermeiden. Und zum anderen Kofferraum. Und bei vielen Elektromodellen oder Plug-in-Hybrid-Modellen, ich mache das hier mal hoch, die es da draußen gibt, die es dann auch als Verbrenner gibt, da gibt es ja nicht so viele, ne? Aber da ist es so, der Kofferraum ist kleiner und es ist weniger Platz auf der Rückbank. Hier haben wir in beiden Modellen das gleiche Kofferraumvolumen. Ne? Das sind 380 bis ein bisschen was über 1200 Liter. Das ist sehr praktisch. Es ist auch genau das gleiche Platzniveau auf der Rückbank übrigens, was auch spannend ist. Ne? Hier haben wir noch den Kabelsalat. Also hier die Kachel für zu Hause und hier zum Schnellladen. Da gibt es dann hier auch noch so Handschuhe dazu übrigens, was ganz geil ist, was ich jetzt aber nicht mache, weil da macht man sich halt sonst oft die Finger schmutzig. Dann seht ihr hier Reserverad, Mulde und seht das dann auch noch hier. Der Akku in diesem Auto ist halt eben 300 Kilo schwer. Das heißt, das Auto da drüben ist so ja, etwa 300 Kilo schwerer. Hier ist das und diese zweite Ebene hier entfällt halt. Aber das finde ich natürlich sehr, sehr verschmerzlich. Jetzt mache ich hier mal wieder zu und jetzt ist ganz interessant, Anhängelast bei diesem Auto. Der hier 1,2 Tonnen, der hier nichts. Ja, muss man wissen. Jetzt schauen wir vielleicht beiden mal kurz noch auf die Rückbank. Auf der einen Seite liegt Chassis Gucci-Tasche, auf der Seite liegt nichts. Aber die Platzverhältnisse sind genau gleich. Rote Rücksitze und hier sind sie schwarz-grau. Wenn wir nach vorne mal schauen, sehen wir hier nicht die Komfortsitze, während wir sie dann im anderen drin haben. Ich mache hier mal die Hauben vorne auf. So. Und hier seht ihr Komfortsitze. Ganz spannend.
Jessie muss jetzt dann ja, die Tür einfach selbstständig wieder zumachen, weil wir wollen das Bild ja nicht zerstören. Und ich, ja, ich mache euch jetzt einfach mal beide Motorhauben hier vorne auf. So geht das. Und das ist interessant, der hier tackert, der hier nicht. Natürlich, weil rein elektrisch. Ne? Klingt jetzt hier alles so ein bisschen nach Rocket Science, aber jetzt kommen wir eben zu den Leistungsdaten. Dafür gehen wir mal ein Stück weg eben von dem Motor. Und das ist interessant, während der hier ja, 1,3 bis 1,4 Tonnen wiegt, wiegt der hier 1,6 bis 1,7 Tonnen. Der hier, ja, den gibt es natürlich als Benziner wahlweise mit 102, 131, 155 PS, als Diesel mit 102, 131 PS, während es den hier erstmal nur mit 100 kW und 131 PS gibt, ja, hat der hier mehr Drehmoment, 260 Newtonmeter Einganggetriebe und der hier 230 gibt es als 8-Gang-Automatik oder eben als 6-Gang der Handschaltung eben. Und jetzt ist es spannend, weil der hier beschleunigt in 10,2 Sekunden auf 100, während der hier nur 9,7 braucht, obwohl er mehr wiegt, liegt an der anderen Leistungsentfaltung. Ja, und dann kommt man natürlich zur Höchstgeschwindigkeit. 210 km/h und hier haben wir nur 150 km/h. Das ist natürlich dem Elektroantrieb geschuldet, weil den drosselt man eben so ein bisschen. Und dann haben wir hier einen Verbrauch angegeben mit 4,8 Litern und hier, ja, haben wir einen Verbrauch von 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also andere Konzepte, ganz interessant. Was für euch vorteilhaft ist, weiß ich nicht. Wenn euch 300 bis 350 Kilometer Reichweite reichen, ist das mega gut. Wenn ihr Vielfahrer seid, ist vielleicht das besser. Für die Stadt vielleicht das sinnvoller. Aber dafür müsst ihr halt zu Hause laden können. Und den könnt ihr eben ganz klassisch betanken. Ja, was wir jetzt vielleicht nicht machen wollen bei den beiden Autos, ist sie fahren, weil wir haben euch ja schon ausführlich die Fahrberichte zu den beiden gezaubert. Was ich euch jetzt einfach nur noch sagen kann, ja, das sind die unterschiedlichen Preise. Der Verbrenner, der beginnt ja, bei 19.300 Euro, das ist die 102 PS Variante, während der bei 34.600 Euro beginnt. Interessant ist, zieht man hiervon die Förderung ab, ist man etwa ein bisschen was über 1.000 Euro teurer im Vergleich jetzt zu dem, was spannend ist, weil ja, wenn man jetzt zum Beispiel den hier mit 130 PS und dem Automatikgetriebe nimmt, kommt man auf einen sehr vergleichbaren Preis wie der. Was auch noch sehr spannend sein wird, ist, ja, der Verbrenner wird beim Citroën-Händler wahrscheinlich mehr Rabatte erzeugen als das reine Elektromodell, weil das vielleicht knapper sein wird. Hier zahlt er 0,25% Dienstwagensteuer, hier zahlt er dann wiederum die volle Dienstwagensteuer von 1%. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, abonniert den Kanal, wenn nicht, beleidigt mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen.